Und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch 10 Sachen vor, mit denen ihr als Teenager Geld verdienen könnt. Und das ist ein bisschen ein heikles Thema. Also ich habe mich darüber auch informiert. Und zum Beispiel dürft ihr nicht unter 13 arbeiten. Oder also ihr dürft ein bisschen arbeiten, aber nur in eurem Haushalt. Also ihr dürft jetzt nicht bei Nachbarn oder so helfen. Aber ihr könnt zum Beispiel eurer Mutter beim Spülmaschine ausräumen helfen und dafür irgendwas Kleines bekommen. Aber sonst dürft ihr leider nicht arbeiten. Aber für die, die älter als 13 sind, da habe ich jetzt ein paar coole Tipps und los geht's! Mein erster Tipp ist House-Sitting. House-Sitting ist ein relativ einfacher Job. Und zwar müsst ihr da einfach, wenn eure Nachbarn in den Urlaub geflogen sind oder gefahren, dann geht ihr in deren Wohnung oder in deren Haus und lasst es ein bisschen belebt aussehen. Also ihr verrückt mal die Vorhänge, macht das Licht an, wenn es dunkel ist, oder macht die Jalousien runter abends und wieder hoch morgens, sodass es einfach belebt aussieht und die Einbrecher denken, da sind noch welche. Und das ist ein relativ einfacher Job und den muss man nicht unbedingt in den Ferien ausführen. Also klar, das ist so, da sind die meisten weg. Aber ihr könnt das auch zum Beispiel bei älteren Paaren, die jetzt keine schulpflichtigen Kinder mehr haben, die fliegen wahrscheinlich nicht während der Ferienzeit weg, sondern während eurer Schulzeit. Und dann könnt ihr das ganz einfach machen, wenn ihr morgens halt ein bisschen früh aufsteht, dann ist das ist eigentlich kein schwieriger Job. Und ein anderer wichtiger Punkt bei dem Ding ist Blumen gießen. Und zwar niemand will aus dem Urlaub zurückkommen und verwelkte Blumen sehen, also tote Blumen. Deshalb immer schön gießen, wenn ihr diesen Job habt. Das nächste, was ihr auch super machen könnt, wenn eure Nachbarn weg sind, ist Haustiersitting. Beim Haustiersitting gibt es 2 Arten. Und zwar einmal, eure Nachbarn sind weg im Urlaub und ihr kümmert euch um die Katze, also gebt ihr Essen und kuschelt mal ein bisschen mit ihr, weil Katzen sind nicht so gerne in so Pensionen, also die mögen nicht so gerne, wenn sie oft irgendwie umziehen. Also umziehen, die sind ja dann für eine Woche irgendwo anders. Oder ihr füttert Hasen, Goldfische oder was weiß ich noch für andere Tiere. Und dann gibt es noch die zweite Variante, und zwar, wenn eure Nachbarn auf der Arbeit sind oder so, dann könnt ihr mal mit dem Hund kurz Gassi gehen nach der Schule und ihm ein bisschen auch Liebe schenken, weil Tiere sind extrem süß. Und wenn ihr eh keine Tiere habt, also ihr die nicht dürft, dann ist das der perfekte Job für euch. Der dritte Job ist Zeitungsaustragen. Dieser Job ist relativ beliebt bei Jugendlichen und das ist dadurch, weil der ist einfach total einfach. Ihr geht einfach bei eurer Nachbarschaft oder so rum und verteilt halt die Zeitungen an einem Samstag oder so für 4 Stunden mal und ihr könnt dabei Musik hören und ich liebe Musik, also wäre das eigentlich ein guter Job für mich. Und eine Freundin zum Beispiel hat das auch mal gemacht und die fand das auch gut. Wie viel Geld ihr hierbei einnehmt, hängt davon ab, wie groß euer Gebiet ist, also wie viele Zeitungen ihr austeilt. Also wenn du ein großes Gebiet hast mit vielen Zeitungen, dann verdienst du natürlich mehr, als wenn du ein kleines Gebiet hast mit wenigeren Zeitungen. Auch ein beliebter Job unter Jugendlichen ist Nachhilfe geben. Wenn ihr besonders begabt in einem Fach seid, dann könnt ihr auf euren Lehrer zugehen und fragen, ob sie jemanden kennen oder also ihr würdet gerne Nachhilfe machen. Sagt das am besten. Ich würde gerne Nachhilfe machen. Und dann haben meistens Lehrer schon jemanden im Kopf in den unteren Klassen. Und vielleicht kann der Lehrer dann euch vermitteln. Oder wenn das jetzt nicht so klappt, dann macht einfach einen Aushang im Supermarkt. Und vielleicht kommt da eine Mutter vorbei, die will, dass ihr Kind besser wird in der Schule. Und dann schreibt sie euch an. Und das wäre natürlich der Optimalfall. Und jetzt kommt meine Haupteinnahmequelle, und zwar das Babysitten. Wenn ihr gut mit Kindern könnt oder selber kleine Geschwister habt und die super im Griff habt, dann ist Babysitten perfekt für euch. Und da könnt ihr einfach, wie bei der Nachhilfe, einen Aushang machen und den im Supermarkt hinhängen oder beim Kindergarten um die Ecke oder Grundschule um die Ecke und vielleicht einen netten Text über euch schreiben und mit einem netten Foto. Und wichtig hierbei ist, setzt euer Gehalt nicht zu hoch. Also bei mir im Kindergarten, also nicht bei mir, bei meinen kleinen Geschwistern im Kindergarten, da hing ganz lange ein Zettel, wo drauf stand, ich verlange 13 Euro pro Stunde fürs Babysitten. Und
13 Euro sind ein bisschen viel fürs Babysitten. Ich habe vor 2 Jahren nämlich mit 5 Euro angefangen und jetzt verdiene ich ein bisschen mehr. Und meistens wird auch nach dem Babysitten, also wenn ihr dann längere Zeit dort gebabysittet habt, dann wird auch manchmal aufgerundet oder nicht, also je nachdem. Und außerdem, wenn ihr einen Job habt, dann spricht sich das auch rum in der Nachbarschaft oder unter den Müttern und dann kriegt ihr plötzlich total viele Jobs. Der nächste Job ist perfekt für euch, wenn ihr Leute kennt, die einen Garten haben und nicht so viel Zeit haben. Dann könnt ihr nämlich bei denen Rasen mähen. Wir hatten zum Beispiel auch vor vielen, vielen Jahren, also da war ich extrem klein noch, hatten wir auch jemanden, der bei uns den Rasen gemäht hat. Also meine Eltern haben halt gearbeitet und wenn sie dann nach Hause gekommen sind, waren wir da. Und dann mussten sie sich mit uns beschäftigen. Also mussten sie nicht, sie wollten es. Und dann hatten sie halt keine Zeit zum Rasenmähen und deshalb hat das dann ein Nachbarsjunge von uns gemacht und der hat dann jeden Mittwoch bei uns Rasen gemäht. Und der hat es dann auch bei unseren Nachbarn gemacht und als wir weggezogen sind, hat er das immer weiter gemacht. Also ich weiß nicht bis wann, aber er hat es dann halt trotzdem gemacht. Und ihr müsst nicht unbedingt ein Junge sein, ihr könnt das auch als Mädchen machen. Die nächste Arbeit ist auch im Garten und zwar Unkraut jäten. Unkraut jäten hasse ich zwar total, aber meine Eltern hassen das auch. Und wenn ich dann sage, hey, ich würde gern für eine Stunde jetzt Unkraut jäten, kriege ich dann einen kleinen Betrag und dann sind die öfters sehr dankbar dafür. Und dann gehe ich in den Garten, stecke mir gute Musik in die Ohren, mit Kopfhörern natürlich, und dann geht so eine Stunde auch wie im Flug vorbei. Und etwas, was bei uns auch viel zu kurz kommt, ist Auto aussaugen. Meine Geschwister schaffen es, innerhalb von kürzester Zeit unser Auto immer voll zu krümeln. Ich weiß nicht, was sie da drin machen, aber da kommt ein Auto aussaugen sehr gut. Also wenn ich sage, hey, ich saug mal kurz das Auto aus, dann werde ich dafür auch belohnt mit kleinen Sachen von DM und deshalb mache ich das sehr gerne. Eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist das Klamotten oder Spielsachen verkaufen. Das ist generell perfekt, wenn ihr vorhabt, euer Zimmer mal komplett auszumisten, also zum Beispiel vorm Herbst oder vorm Frühling vor allem, dann könnt ihr mal euren ganzen Schrank ausmisten und schauen, welche Klamotten ihr eh nicht mehr anzieht und die dann bei Kleiderkreisel oder auf dem Flohmarkt oder bei eBay verkaufen. Und das gleiche gilt auch mit Spielsachen, die sind vor allem auf dem Flohmarkt sehr beliebt. Mein letzter Job ist für alle, die 16 oder älter sind und zwar könnt ihr einfach in Geschäften aushelfen. Und zwar könnt ihr einfach zum Bäcker um die Ecke gehen, zum Supermarkt oder auch McDonald's, habe ich auch schon gesehen. Und zwar, wenn die eh schon Aushilfe suchen, dann könnt ihr einfach auf die zugehen oder ihr geht einfach zu denen und fragt, ob die Aushilfe brauchen und dann habt ihr euren Job. Was ihr aber nicht vergessen dürft, ist, eure Eltern müssen bei allen Jobs, die ich euch gerade vorgestellt habe, zustimmen und das bis ihr 18 seid. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Jobs vorstellen, die ihr noch gar nicht kanntet. Schreibt das mal in die Kommentare, also welchen ihr am besten fandet und welchen ihr machen wollt oder ob ihr schon einen Job macht. Schreibt das alles gerne in die Kommentare, das interessiert mich total. Und das war's jetzt wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.